Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Let's Play City Skylines After Dark. Das hatte ich jetzt ziemlich am Anfang mal, als ich den Kanal angefangen habe, auch gemacht, aber nach 90 Folgen hatte ich dann einfach die Lust irgendwie verloren. War ein bisschen demotiviert, weil ich weiß nicht, ich keine Ahnung, hat irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich keine Lust hatte und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es wieder. Ja, jetzt machen wir auch eine neue Karte natürlich, denn wir machen also nicht weiter, wir machen neu, das heißt ein neues Spiel. Europäisch würde ich gerne machen. Jetzt weiß ich nicht, was haben wir da? Ah, System 1, 2, 3. Was gibt's denn da überhaupt? Also ich habe keine neuen Karten oder so, das sind die Standardkarten. Würde ich auch für den Anfang gerne mal dabei bleiben. Geeignetes Baugebiet 53, 74. Ich hätte natürlich viel. Richtig fast. Flugzeug. Schiff. Schiff ist schön. Das hat man beim letzten Mal nicht gehabt. Waren es 3 oder 4? 3. Mal alles. Ist ja der Freund von Wasser. Das hier. Kann ich den jetzt nehmen? Eigentlich alles irgendwie interessant, finde ich. Das ist mit... Ach, wir nehmen die goldene Mitte. So, aber diesmal vergeben wir einen Namen. Wie nennen wir das Stückchen denn? Wie nennen wir das Städtchen? Das ist eine gute Frage. Ich bin so kreativ. Linksverkehr? Nö, brauchen wir glaube ich nicht. Kann man so lassen. Wie nennen wir denn unsere Stadt? Das sind immer das sind die schwersten Entscheidungen. Wie nennt man sowas? Frage. Soll ich einen realen Namen nehmen? Irgendwas erfinden? Kantennamen? Irgendwas Sinnloses zusammenstellen? Gerade an ein Medikament gedacht. Tja, wie nennen wir sie die? Wie nennen wir die denn jetzt? Wie nennen wir die Stadt? Keine Ahnung. So nenne ich sie jetzt. Lampion. Ganz einfach. Total bescheuert, aber egal. Kann man sich aber gut behalten. Europäisch klingt französisch, je nachdem, wie man es ausspricht. Lampignon? Lampion? Lampion? Nee. Englisch, nee. Jetzt lädt das Ganze wieder. Ich habe schon mal festgestellt, ich hatte vorhin was geguckt gehabt. Das wird wahrscheinlich gleich ein bisschen hängen, auch vom Ton her. Keine Ahnung, also nicht meiner, sondern vom Spiel. Keine Ahnung warum. Ja, es fängt schon an. Da habe ich dann wie Wehchen bei der Festplatte oder irgendwie. Da hatte ich halt auch in der Vergangenheit, als ich mal reingeschaut habe, mal ein bisschen rumprobiert habe, da auch Schwierigkeiten gehabt, dass. Oder lustige Fehler. Ich will das Spiel beenden und dann ins Hauptmenü und krack, tot. Gut, habe ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was da war. Vielleicht lag es an der Festplatte. Gut, ist ja egal. Hier geht's jetzt los. Jetzt machen wir erstmal Pause. Wo sind wir denn jetzt hier? Direkt am Wasser. Da ist die Autobahn. Wie fangen wir denn... Was ist denn das? Ah, das sind Steine. Sehr europäisch. Cool, das ist voller Steine. Ja, es ist schon eine Weile her, wo ich reingeguckt habe. Gut. Jetzt schon was? Okay, gut, wie fangen wir denn jetzt an? Ich überlege halt jetzt, ob ich erstmal... Ich überlege, wie ich anfangen soll. Ich würde das Ganze... Ich will es nicht so bauen, wie die meisten das eigentlich machen. Die dann da ein Wohngebiet haben, dann abgetrennt ist das Gewerbegebiet, da Industrie, da ist dies, da ist das. Das ist... Ich finde das langweilig. Was ich halt am Überlegen bin... Also ich meine, ich will es wie in... Ich will es eigentlich schön gemischt machen. Ich will Kurven drin haben und alles. Das soll alles zusammen sein. Das soll fließende Übergänge haben. Vielleicht durch grünen Parks und so weiter getrennt. Also das ist so eine Art Grüngürtel, wie es bei mir hier gibt, sowas. Das war die ehemalige Stadtmauer. Die wurde dann in Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde die peu à peu abgerissen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die abgerissen. Wurde ein Grüngürtel draußen. Da wurde dann hinausgebaut. Und sowas, ja gut, Stadtmauer haben wir jetzt hier nicht, aber halt sowas könnte ich mir vorstellen.
Ich weiß halt jetzt nicht, um effektiv jetzt am Anfang zu überleben und Geld anzusammeln, bin ich am Überlegen, ob man vielleicht erstmal das Ganze, ja, irgendwie blockmäßig baut, damit man eine solide Basis hat und dann aus dieser Blockbildung heraus dann das Ganze individuell gestaltet. Ich sag einfach mal chaotisch. Ich denke, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ist ja alles noch nicht frei, gell? Das kommt alles noch, genau. Überlege ich, dann machen wir hier jetzt Wohngewerbe hin. Hier kommt Industrie hin, hier geht's hoch. Hügel. Kann man aber, glaube ich, auch begradigen, wenn ich mich richtig entsinne. Gut, fangen wir erstmal hier an. Boah, natürlich das Ganze. So, oder? Das Gleiche. Fangen wir denn jetzt an? Kohlekraftwerk gleich bauen? Natürlich Schotter. So, jetzt ist es gleich dahin. Fangen wir mit dem Wasser an. Das ist die Wasserpumpe. Einmal dahin. Dahin. Nicht, dass wir das vergessen. Und wir müssen hier eh strommäßig was rüberlegen. Da kommen wir nicht drum rum. Deswegen haben wir ja den Platz da nach da. Die Gebiete selber kosten ja nichts. Geld haben wir noch so und so viel. Die Versorgung haben wir gesichert. So, und jetzt machen wir das halt effektiv. Das heißt, nee, das muss man da raus. Hier hin. Da. Machen wir gleich mal die Rollen. Jetzt hier halt entsprechend abschließen. Da. Ich mag diese Bauweise eigentlich nur bedingt. Klar, sie ist effektiv und man kriegt da halt viele Einwohner und ja, es ist schon irgendwo ganz okay, aber ich weiß nicht. Scheint's nicht. Ah, okay, das geht ja hier hoch. Es ist zwar, wie gesagt, effektiv, aber irgendwie... Ah, keine Ahnung, das sagt mir nicht immer, nicht wirklich zu, irgendwie. Weil es dann ein... Einmal ist es irgendwie einfach und zum anderen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Langweilig trifft es, glaube ich, am ehesten. Das heißt, hier kommen... Hier nochmal einen kleinen. 13.000 haben wir noch. Verbindung hier, das ist nicht gut. Also ich kann, ja, ich werde das, wie gesagt, jetzt am Anfang machen, bis wir einfach eine solide Basis haben. Weil da jetzt irgendwas anders zu machen ist, weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt kommen wir hin. Ich mache jetzt hier einfach mal wirklich einfach alles voll. Hier hin. Teil. Das hier wird voll gemacht. Das hier. Das hier. Geld haben wir vorerst noch. Ich glaube, wir das Geld einfach noch gehaltshalber ausgeben, weil die Gebiete selber kosten ja nichts. Sollte eigentlich jetzt reichen. So, dann geht's auch jetzt los. Weg von hier. Das war komisch. Fällt mir gerade erst ein. Auf. Genau, da fangen die ersten an. Wir werden jetzt erstmal dick ins Minus gehen. Ach, apropos. Das fällt mir gerade ein. Wasser und Ding haben wir wahrscheinlich extrem zu viel. 40 Watt. 120.000. Das können wir, glaube ich, gleich schon mal reduzieren. Macht sowieso. Wir ziehen es einfach mal so ein bisschen einfach mal runter. Ist nicht die Welt, aber. Scheiße. Ja, jetzt haben wir das Wichtigste vergessen.
Leitungen. Ja, die Musik passt auch gerade. Fängt schon mal gut an. Fängt sehr gut an. Super. Wir haben keinen Strom. Okay, ist klar. Ihr seid doch nicht am Kraftwerk. Da hinten, das hat alles Strom. Musik ist ja grauenhaft. Irgendwie, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob wir das so lassen. So, jetzt fängt das Ganze peu à peu mal an zu wachsen. Die Kosten gehen langsam zurück. Gut, jetzt kann man nicht viel machen als warten. Beziehungsweise Gebäude mal anschauen. Ja, putzig. Erinnert mich aber irgendwie teilweise eher in die USA. Also das schon weniger irgendwie. Ah, okay, gut. Purple, genau. Ja gut, ich meine, da gibt es ja so viele Varianten. 187. Nur noch irgendwie so 180. Ja, sieht doch schon mal besser aus. 301 Schläuche. Gut, jetzt sind Leute soweit da. Die werden mit Gewerbe da drüben ist aus mit Industrie. Wird wahrscheinlich dann bald mehr Gewerbe geben. Die werden wahrscheinlich dann bald wieder mehr kleiner Waller Darlehen steuern. So, steuern. Mache ich mal folgendes. Steuern. Machen wir das. Machen wir ja 8. 11. 12. Mal gucken, ob sich das so ausgeht. Ich bin da einfach so. Ach, wir haben ja Kohle bekommen. Ha, jetzt können wir den Rest hier mit Wasser sorgen. Einmal hier hin. Können wir hier das auch gleich fertig machen. So, dann ist das abgeschlossen. Gleich hier unten schon mal. Jetzt haben wir Schule. Schule ist hier. Moment, Mikro richten. Krankenhaus, dafür ist keine Kohle mehr da. So, was kostet das Ding nochmal? 10.000, hä? 10.000. So, Grünflächen müssen wir nochmal machen. Geht ja noch gar nicht. Wann geht das erst? 1400, ja, das dauert ja nicht allzu lange. Jetzt brauchen wir aber erstmal wieder Kohle für Straßen, damit wir weiterbauen können. Obwohl, hier sind ja noch viele freie Flächen, ne? Ja, hier ist noch frei, da oben ist noch frei. Okay, dann müssen wir dann noch warten. Industrie ist auch noch viel frei. Gewerbe nicht mehr viel frei. Na, das wird aber noch dauern, bis die Gewerbe wollen. Mal zu einer, zwei. Da werden wir am Anfang auch gleich wieder eine brauchen. Die sollen ja nicht verhungern. Ach, ja klar, Schule verhungern. Die sollen ja nicht zu dumm bleiben. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich rede extra laut genug. Sollte eigentlich gehen. Ich wollte halt nur, dadurch, dass ich jetzt nicht so ein High-End-Mikrofon habe, wollte ich halt das Rauschen so ein bisschen damit unterbinden, dass man das nicht so wahrnimmt. Weil wenn alles sehr still ist und ich nicht allzu laut rede, dann hört man verstärkt das Rauschen des Mikrofons. Kann ich leider nicht viel machen. Hab kein Equipment dazu, aber ich denke, es ist eigentlich in Ordnung. Die Sprachqualität ist ja jetzt bei weitem nicht, nicht so schlecht. Und das Rauschen, das geht eigentlich. Jetzt zum Beispiel wird man viel Rauschen hören. Ich kann auch das Mikro ausmachen, wenn ich nichts sage, aber das ist ja auch Quatsch, weil dann hört man das die ganze Zeit. Wenn es an, aus geht, dann kann ich es auch gleich anlassen. Gewöhnt euch dran. So. Wie gehen wir dann hier voran? Brauchen wir denn jetzt das Krankenhaus? Würdiges Dorf. Ich habe würdiges Dorf gelesen. Stadt für Richtlinien, Darlehen. Ah, genau. So, Richtlinien. Machen wir erstmal das hier. Teilung von Rauchmeldern, das brauchen wir. Die beiden hier, die sind zu teuer. Das können wir uns beim besten Willen nicht leisten. So, wie vermutet, sie wollen jetzt Gewerbegebiete. Dann kriegt er die. Aber nur klein. Weil so viel brauchen wir am Anfang noch nicht. Gewerbegebiete hier. Machen wir das erstmal hin. Beziehungsweise, nee. Hopp, komm. Gib gleich Gas. Nochmal. Noch eins unten dran. Was heißt Gas geben? Einfach mal lieber
Was zu viel ist, wird einfach nicht bebaut. Wenn die Nachfrage bedient ist, dann spielt das keine Rolle. Ich kann das ganze Feld mit einem mit Industrie voll haben. Wenn die halt nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht. Und die Nachfrage geht deswegen nicht ins Minus. Es werden halt die, ne, die da sind und... Feuerwehr, Polizei, okay, erstmal... machen wir erst Krankenhaus, machen wir erst ein Krankenhaus. An die Feuerwehr. Dahin. Scheiße, es war die Polizei. Kacke. Aber wir verdienen ja genug. 12.000. Die Feuerwehr. Das sollte eigentlich andersrum sein. Ja gut, okay, dann kommt die dahin. Damit die mehr Richtung Industrie ist. Ah, dauert jetzt was nochmal? 6.005. 100 im Sekundentakt. Ja, 112. Sieht doch ganz gut aus. Mülldeponie müssen wir noch bauen. Kommt dann hier Richtung Industrie da hinten hin. Wie immer eigentlich. Okay, ich überlege gerade, was soll man zuerst bauen. Was kostet das Müllding da? 4.000. Okay, gekauft. Ist doch besser. Ja, jetzt geht es Der Zufriedenheitsgrad geht nach oben. Das heißt, die brauchen ein bisschen länger, bis wir das bauen können. Oh, gleich haben wir 1400. Können wir Grünzeugs bauen? Wird. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das machen. Das wird eigentlich unterschätzt. Ich habe das eigentlich in allen Teilen relativ früh immer gebaut. Also, Parks und so weiter. Damit der Grundstückspreis hochgeht. Die Leute fühlen sich halt auch besser und so weiter. Ist ja nachvollziehbar. Wäre ja, ist ja im richtigen Leben nicht unbedingt anders, ne? Also. Von daher. Definitiv eine gute Sache, ne? Überlege, ob ich dann wieder Einbahnstraßen hier mache, in den Hauptteilen. Werde ich auch, glaube ich, so machen. Überleg nur gerade, wie. Jetzt braucht man es noch nicht. Nur da ich ja hier nur zwei Übergänge habe ins Industrie- und Gewerbegebiet, wird das natürlich auf Dauer sehr viel Verkehr verursachen. Da komm schon. Oh, das ist gerade ziemlich was runtergegangen. Die wollen Wohnungen. Okay, wir bauen aber erst... Nee, komm, weißt du was? Das hat keinen Wert. Nein, so bitte nicht. Wir fangen schon mal an. So, da ist schon wieder ein Hänger im Ton. Warum auch immer. Die kriegen jetzt hier erstmal ihre... Falsch, da. Ey! Okay, wunderbar. Landschaftsbau. Ah, jetzt können wir auch wahrscheinlich planieren und so Geschichten. Parks, genau. Rauchverbot, Haustierverbot, bla bla. So, mal gucken. Okay, wir tun erstmal hier schnell. Halt, da fehlt was. Wo ist es? Hier. Was? Achso, doch, ja. Ich wollte gerade sagen, hey, was denn das für ein Scheiß? Macht so einen Blödsinn da. Die Vieh hier, zack, die wollen auch Wasser haben. Ah ne, haben wir schon gemacht, genau. Ah, wir haben den ganzen Krimmel hier schon. Hier hinten ist noch. Ich habe das Gefühl, die Musik ist zu laut, aber ich glaube, ich rede eigentlich laut genug. Sollte eigentlich nicht das Thema sein. So, jetzt haben wir auch wahrscheinlich genug Kohle. Ja, jetzt können wir auch die Feuerwehr bauen. So, dann. Dann können wir das auch so lassen. Genau, da unten, die sind glücklich. Oh, Gewerbe wollt ihr mehr? Gundam. Das bauen wir euch, ne? So, da, Gewerbe hin. Wohnungen gehen langsam runter. Oh, schmuckes Städtchen hier. Da leuchtet schon so schön. Schön gebaut, prima. So gefällt mir das. Oh, kein Strom. Ah, dann müssen wir jetzt, Buget. 100. Da können wir gleich Wasser wieder hochsetzen. Kohle ist jetzt genug da. Wir müssen ja schauen, dass wir uns bei voller Belastung, also finanzieller Belastung, selbst tragen können. Und das sollte nicht das Problem sein. Jetzt hört er wieder auf zu meckern. Schule. Ah, genau hier. Oberschule. Wie viel haben wir? Kapazität 300. Wie viele Schüler haben wir? Das ist die zweite her. Ja. Wo meint die hin? Dahin. Mit dem Grünzeug fangen wir auch mal an.
2,5. Bibliothek. Wir fangen einfach mal hier oben an. Drin kommt ein japanischer Garten hin. So. Was denn noch für ein Krempel? 1000, genau. Der kommt da. Dahin. Sieht ja schon viel schöner aus. Da noch was hin. Dann ist hier einer hin. Da kommt einer hin. Oh, wir haben zu wenig Strom, scheiße. Tatsächlich. Wasser ist... Ach ja, okay, gut, klar. Verdammt, jetzt kann ich mir keinen Strom kaufen, ne? Hehehehe. Was sind die kostet 6000? Okay, gut, dann müssen wir jetzt einen Kredit aufnehmen. Da haben wir einen Fehler gemacht. Darlehen nehmen, ist egal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Bin ich wieder blind? Da. Jetzt kommt direkt neben dran. Das können wir normal abbezahlen. Was kostet uns der Kredit eigentlich? Jetzt hab ich gerade geguckt. Steht denn das? Budget, Steuer, wo war denn das? 51 Wochen 400. Ah, hier 403,85. Ja, das können wir uns leisten. Oh, noch mehr Wohnungen. Dann bauen wir euch noch mehr Wohnungen. Ich überlege auch gerade, ob ich gleich vorsorgen soll. Jetzt, wo wir die Kohle haben, dass wir auch gleich hingehen und mit Wasser die Wasserversorgung ankurbeln. Abfluss. Puh, eigentlich noch genug da. Und Turm 3,5. Oh, wir haben keine Kohle mehr dafür. okay, ja, komm, hier alles voller Wohnungen. Was habt ihr nochmal? Nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Naja, was erwartet ihr? Das ist nicht so einfach. Industrie muss ich auch gleich bauen. Weil die nehme ich gleich. Verdammt, das war zu weit. Die werden nämlich auch Industrien haben wollen. Die am besten. Büros können wir noch nicht bauen. Damit können wir ja auch Anfragen befriedigen. Sieht schon mal besser aus. Oh, Bilder. Boom in der Kleinstadt. Transport, Bus, Taxi, cool. Kann ich aber leider noch nichts mit anfangen. Jetzt was geholfen oder nicht? Er hat geholfen. Da oben soweit auch. Fehlt sowas noch. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich ja schön abwechseln, Mann. Aber es geht. Hier dient jetzt alles eher Mittel. Ist alles eher Mittel zum Zweck. So, genau. Wir brauchen ja eine Basis, eine gesunde, und anhand dieser Basis kann man den Rest dann machen. So, Wasser und Ding ist alles noch voll. Kohle ist soweit jetzt genug. 32.000 haben wir jetzt. Jetzt können wir natürlich hingehen. Was kosten die Dinger? 2,5. Können wir da dran setzen. Und dann machen wir hier unten gleich das nächste. Nochmal hier. Strom haben die ja. Jetzt können wir aber auch die Sachen hier bauen. Einmal noch Schule. Scheiße, jetzt habe ich die Kohle dafür. Ach, fuck. Wieder nicht nachgedacht. Mein Gott. Mensch, Drowny, was machst du nur für Quatsch? Oberschule. Was kostet die? 24.000. Oh, jetzt fehlt uns die Kohle gerade. Knack, das waren meine Knochen. Meine Ärmchen. Die haben so blockiert geführt. Da muss man die Knochen knacken, dann geht das wieder. Jetzt kommt irgendwie gerade keine Kohle rein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. 600. Ja, nicht genügend gebildet. Ja, Entschuldigung. Es kommt halt alles noch. Ach, hätte ich diese eine Schule dann nicht gebaut. War total bescheuert. Mal das Geld zurück. Keine Ahnung, ich will es jetzt auch nicht riskieren. Taxen und so weiter, Busse. Ja, das bringt's alles noch. Ah, hier, zwei. Jetzt kommt's voran. Die bauen wir dann schön dahin.
Ach, du heiliger Strohsack. Die Straße hier abreißen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt kaputt? Hä? Moment mal. Wieso haben die keinen Strom? Hä? Oh Gott, was ist denn das für ein Quatsch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da ist dran. Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Hä, wie, ich habe doch da gar nichts gemacht. Ich habe doch jedes unterbrochen. Haben wir jetzt genug? Haben wir noch nicht. 24. Wo brauche ich dann? So dran. Hopp, go. 1500, 1600, also jetzt kommt sie da 1700 gleich, 1800, wunderbar. Geht doch, 19, 2, wuh. Ja, jetzt haben wir die Kohle. Zack. Kann man da noch irgendwas bauen? Nö. Kann man aber doch so bauen. Nö, das muss man nicht machen. Dann kann ich aber doch in die Schule, Gewerbe. Ja, oder? Nee. Ja, nee, doch, vielleicht. Nein. Ah, nee, lass mal. Komm. Können wir auch so lassen. Überleg gerade, wie wir das dann mit den Einbahnstraßen machen. Dass wir hier links und rechts Einbahnstraßen lassen. Aber wir werden hier machen, und zwar, die können nur reinfahren. Die können auch nur reinfahren. Die können, ne? So, die Richtung. Die da unten können beides. Ja, komm, das lassen wir mal so. Sollte auf Dauer funktionieren. Die meckern immer noch, weil die Leute fehlen. Wir sind hier. Boah, ist ja gleich voll. Kohle für die nächste habe ich aber nicht. Sollte reichen. Das auch. Ha, gut, dass wir geguckt haben. Strom müssen wir wieder. Sag jetzt nicht, ich habe einen Friedhof. 1000. Kohle habe ich leider nicht. Echt? Weil wir werden wahrscheinlich gleich. Ach, okay, gut, dann müssen wir es doch bauen. Herzwesen. Knall ich jetzt hier hin. Zack. Nicht, dass ich über den Friedhof freue. Ja, gut. Jeder Mensch freut sich über was anderes. Okay, Strom ist ja jetzt der Verbrauch niedrig, weil ja Nacht ist. Genau, und sobald es Tag wird, dann geht der Stromverbrauch wieder hoch. Und wenn wir Pech haben, fällt er dann schon aus. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Jetzt überlege ich gerade. Da muss ich weiterbauen. Moment, husten. So. So, dann baue ich jetzt aber mal hier hin. Nee, was? Nee, ich will. Schritt. Gerade Straße machen. Bauen wir jetzt einfach mal hier hinten weiter. Heißt doch das hier. Und jetzt wollen sie auch noch Industrie. Krieg ich die Kohle her? Scheiße, das ist falsch. Mist. Das kann bleiben. So ist es richtig. Mal zwei in das Blöckchen hin. Ja, froh, wenn ich das so weit fertig habe, dass wir was Stabiles hier stehen haben und dass wir endlich anfangen können zu bauen, wie wir wollen. Weil es ist zwar einfach simpel, aber es verursacht auch entsprechend Probleme.
Kann man auch nur bedingt beheben. Und auf Dauer sieht es einfach nicht schön aus. Ich meine, guck mal hier. Alles quadratisch, alles kantig und so. Oh, Entschuldigung. Hier die eine Krummel hier. Das Einzige und der Rest ist halt, ja. Gut, ist halt jetzt erstmal so. Wir brauchen einfach diese. Ich brauche die Basis einfach. Beziehungsweise mir ist es so lieber. Was sagt denn der Strom jetzt eigentlich? Boah, grenzwertig. Was kostet das Ding? 19.000, das haben wir bald. Wir sind 3.000 im Plus. Ach, den kann ich auch abzahlen. Stimmt, 400. Nee, wir sind kurz vorher. Ich brauche erst das Kraftwerk. Jetzt kommen wir direkt an. Ich brauche erst das Kraftwerk, anders geht das nicht. Was ist da passiert? Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Hören wir mal auf Gewerbe hin. Das habe ich ganz übersehen. Oh, jetzt haben wir die Kohle. Oh, schnell, schnell, schnell. Nicht, dass wir gleich Stromausfall haben. Jetzt Kohlekraftwerke. So. Ihr seid am Limit. Nee. Gesundheit. Schule hier. Okay, die haben genug. Die haben wir noch nicht. Ja, gut. Dann machen wir Schluss für heute. Ist jetzt eine halbstündige Folge. Ich bin auch überlegen, ob ich zukünftig Folge in einer halben Stunde oder in einer Viertelstunde wieder mache oder mehr oder weniger. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie lang ihr gerne die Folgen hättet. Entsprechend mache ich die in dieser Länge dann. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder auf Facebook. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!